Beide Teams spielen in dieser Saison zum ersten Mal gegeneinander und so wie es aussieht, in Bestbesetzung. Insofern können wir ein gutes, intensives Spiel erwarten. Spiel läuft, der Oberteich hat das Spiel freigegeben. Ein großzügiger Mensch, insbesondere was die Beurteilung von Zweikämpfen betrifft. Ich hoffe sehr, dass die Spieler das nicht ausnutzen. Wenn ich mich im Stadion so umschaue, es ist kein einziger Platz mehr frei. Die Stimmung ist prächtig. Nein, die Abwehr fängt den Ball ab. Nein, die Abwehr geht dazwischen. Luis Suarez. Großartig über den Kopf hinweg. Oh, schade, nur Pfosten. Dieser Schuss zeigt doch gleich, wo es lang geht. Abwarten und erst mal gucken, was der Gegner macht, ist nicht. Spielt mittendurch. Guter Ballgewinn. Spielt den Ball zurück zum Torwart. Über die Abwehr hinweg gedonnert. Fantastisch, wie dieser Ball weitergeleitet wurde. Die Abwehr hat Probleme. Oh, der probiert es aus die... Keine Ahnung, wo er mit dem Versuch hin wollte. Da haben sie Glück, dass er den Ball nicht voll erwischt hat. Sonst wäre es noch gefährlicher geworden. Atuba. Und rüber auf die andere Seite. Vielleicht lässt sich die Abwehr von dort knacken. Emanuelsson. Diese Aufsätze sind schwierig für den Torhüter, aber den hat er gut geholt. Pasan. Pizarro. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da musste sich der Torwart nicht besonders anstrengen. Aissati. Oleguer. Emanuelsson. Atuba. Emanuelsson. Und der Ball ist draußen. Er hat ihn voll erwischt und deshalb Freistoß. Eine Viertelstunde ist gespielt. Gut gemacht. Sie bewegen sich auch ohne Ball gut. Da war Endstation. Emanuelsson. Und jetzt schießt er zu nah am Torwart. Nein, die Abwehr ist schneller. Aissati. Luis Suarez. Emanuelsson. Deutlich mehr Power im Zweikampfverhalten. So reißt man die Defensive auseinander. Schöne Flanke in den Strafraum.
Da ist kein Vorbeikommen. Kraftvoll nach vorne gespielt. Sensationell dazwischen gegangen. Das dürfte Einwurf geben. Da geht noch mehr. Jetzt flankt er den Ball. Geklärt. Jetzt haben sie den Ball. Stark bei der Balleroberung, aber jetzt muss er abspielen. Gutes Zweikampfverhalten. Parsane. Appia. Jetzt ein guter Ball, dann ist vielleicht was drin. Und noch eine Flanke. Der Einwurf könnte die gegnerische Abwehr schwer in Bedrängnis bringen. Zieht den Ball nach hinten. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Jetzt könnte was gehen. Und der Keeper boxt ihn jetzt aus. Eckball. Perfekte Vorlage für einen Kopfball. Sie sind wieder dran. Er sucht erneut die Lücke. Die Fahne ist oben. Das ist ja ganz offensichtlich einen Tick zu früh losgelaufen. Appia. Luis Suarez. Emanuelson. Luis Suarez. Pizarro. Emanuelson. Oleguer. Atuba. Der Ball landet wieder beim Keeper. Abseits zeigt der Assistent hier an und so ist die Chance dahin. Pizarro. Versucht es mittendurch. Versucht er zu schießen. Der Angriff fürs Erste gestoppt. Aissati. Der Ball könnte die Abwehr in Verlegenheit bringen. In die Mitte gespielt. Weggebolzt. Jetzt sieht's gut aus. Damit hat sich der Angriff fürs Erste erledigt. Appia. Pizarro. Gute Aufteilung da im Mittelfeld. Da trifft er aber nur den Gegenspieler. Wird er es versuchen? Ohne. Sie machen weiter Druck und bekommen Eckball. Der kommt hoch rein. Der Ball ist noch warm. So ist das Betteln um das Gegentor. Schöner Ball in die Mitte. Der Torhüter hat ihn. Drüben findet der lange Ball einen Abnehmer.
Der Unparteiische schaut schon auf die Uhr. Er wird die Partie in wenigen Sekunden beenden. Der Verteidiger kommt noch ran. Vom Torwart lässig abgewehrt. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende. Durchgang 2 läuft. Die Trainer wirken beide angespannt. Eine ausgeglichene erste Halbzeit. Die Null muss stehen, sagen die Trainer immer wieder gerne. Und sie steht bei beiden. Um das zu verändern, muss sich eine der beiden Mannschaften dazu durchringen, offensiv etwas mehr Risiko zu gehen. Dafür gibt es nur eine Entscheidung. Freistoß. Luis Suarez. Da haben sie den Ball zurück. Jetzt vielleicht die Chance. Pizarro. Jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Gute Arbeit, Mann gegen Mann. Appia. Wieder eine schöne Möglichkeit für eine Flanke. Eine Flanke. Gut. Und rüber auf den anderen Flügel. Er beschwert sich, gefault worden zu sein, aber das war nichts, sagt der Schiedsrichter. Gutes Zweikampfverhalten. Da steckt Power dahinter. Das ist das Tor. Und nun müssen sie sich... Es steht 0:1. Jetzt müssen sie mehr riskieren. Na bitte, damit ist diesem Spiel hier also doch noch der Durchbruch gelungen. Ich hatte schon Angst, dass das hier auf ein 0:0 herausläuft. Nein, die Abwehr ist schneller. Hier ist Diouf. Emanuelson. Luis Suarez. Atuba. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Spiel doch rüber, Junge. Minuten in Durchgang 2 gespielt. Ab jetzt gibt es nur noch eine Richtung und das scheinen sie auch zu wissen. Sie brauchen das Tor und sie probieren viel, aber häufig bleibt es halt beim Versuch. Kann er schießen? Pizarro! Und da ist das Tor. Und damit sind die Verhältnisse hier wieder gerade gerückt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie die Geschichte hier vielleicht sogar noch komplett drehen können. Ein außergewöhnliches Tor von einem außergewöhnlichen Spieler. Als er den Ball bekam, konnte man schon davon ausgehen, dass er sich diese Chance nicht entgehen lässt. Da sieht man mal, wie begeisterungsfähig die Leute hier sind und wie sehr sie diesem Ereignis... 1:1, es geht von vorne los. Ganz klar, er gibt ihnen einen Riesenschub und das Spiel könnte jetzt zu ihren Gunsten kippen. Der psychologische Vorteil für die verbleibende Spielzeit liegt jetzt zunächst bei ihnen. Das ist die Gelegenheit. Da kommt der Schuss.
Der Torhüter muss sich bei diesem Schuss überhaupt keine Sorgen machen. Um Himmels Willen, trifft er, drehen Sie dieses Spiel. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Appiah, dessen Ausdauer fast grenzenlos scheint. Es ist noch nicht vorbei. Nach vorn gehauen. Aissati. Atuba. Jetzt nur nicht vertändeln, eine gute Torchance. Das Spiel ist zwar unterbrochen, aber meiner Meinung nach war da kein Foulspiel. Aissati. Emanuelsson, der meist nur schwer vom Ball zu trennen ist. Diouf. Kann er von hier aus abziehen? Der Ball rutscht ihm weg. Der Keeper macht einen ziemlich nervösen Eindruck und so muss er sich beim Kollegen bedanken. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Prima hereingeflankt. Es ist nur noch gut eine Viertelstunde zu spielen. Hier ist Diouf. Die Schuss. Er stand mutterseelenallein im Strafraum. Atuba. Luis Suarez. Gut dazwischen gegangen, sicher geklärt. Appiah. Es geht schnell, es geht gut, aber es geht fast nur quer oder hinten rum. Dem einen oder anderen dort unten wünsche ich etwas mehr Mut zum Risiko. Er ist immer noch am Ball. Diouf. Der schnell antritt. Jetzt hat er die Chance. Der Ball ist im Netz und der Jubel ist riesengroß, denn erstmals gehen sie in diesem Spiel in Führung. Klasse Spieler, er ist beidfüßig, das macht ihn so unberechenbar. Und in dieser Situation hat er das Ding mit rechts reingemacht. Diese beiden Tore hat er sich redlich verdient, er rackert wirklich 90 Minuten. Und dass er jetzt auch noch trifft, ist fantastisch. Es steht jetzt 1:2, aber ein Tor ist nicht die Welt. Was für ein Comeback. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft für diese Energieleistung. Das ist jetzt das alte Lied. Solange man selbst im Ballbesitz ist, kann der Gegner nicht treffen. Er klärt die Situation. Appiah. Da hat der Keeper genau die richtige Entscheidung getroffen. Aissati. Oleguer. Hut. Viel Zeit ist nicht mehr, aber für den Ausgleich, denke ich, wird es noch reichen. Jetzt sind sie im Ballbesitz. Kein Vorbeikommen in dieser Szene.
Da geht noch mehr. Pasan. Spielt mittendurch. Er macht hier die Tür zu. Und durch die Abwehr hindurchgeschoben. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Befreiungsschlag. Das wird wohl der letzte Angriff sein. Der Referee hat schon zur Uhr geschaut. Das Fleisch ist willig. Das steht außer Frage. Was jetzt noch fehlt, ist ein gelungener, zielstrebiger Abschluss. Nein, daraus wird nichts. Und Ende. Der Unparteiische pfeift die Partie ab. Ein absolut verdienter Erfolg heute. Sie haben über die volle Spieldauer eine absolut dominante Vorstellung geboten. Die Mannschaft hat einfach klasse gespielt. Selbst durch den Rückstand ist man nicht in Panik verfallen. Sie haben ihr Spiel bis zum Ende ruhig weitergespielt und völlig verdient gewonnen. Damit wollen wir für den heutigen Nachmittag schließen. Vielen Dank an den Kollegen Hansi Küpper. Es war wie immer sehr aufschlussreich. Liebe Zuschauer, Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bleiben Sie sportlich. Tschüss.